Herzlich willkommen an alle, die in Zoom sind und an alle, die auf YouTube zuschauen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ganz besonders möchte ich begrüßen Dr. Neuber, unsere Sprecherin heute Abend. Ich bin Lara von Students for Future. Wir sind eine AG von Fridays for Future und eine Hochschulgruppe. Und gemeinsam mit Professor Frozheim vom Institut für Geowissenschaften an der Universität Bonn organisieren wir diese Vorlesungsreihe bereits jetzt zum vierten Mal. In der Vorlesungsreihe Aspekte der Erderwärmung geht es um verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Und dieses Semester haben wir uns entschieden, vor allem Lösungsansätze in den Vordergrund zu stellen. Und heute hören wir schon den sechsten Vortrag in diesem Semester. Und wir freuen uns ganz besonders, dass es uns gelungen ist, Dr. Friederike Neuber für unsere Veranstaltungsreihe gewinnen zu können. Sie hat 2018 in Karlsruhe ihre Promotion zu Klimaengineering abgeschlossen und ist seit 2019 freiberufliche Publizistin und Dozentin zu den Themen Klimaethik und Philosophie. Und ab nächstem Jahr wird sie außerdem an der Uni Rostock als Dozentin tätig sein. Und sie wird uns heute zum Thema Klimaengineering im Speziellen ethische Aspekte der Klimamanipulation näher bringen. Ein paar technische Aspekte, bevor wir dann in den Vortrag reinstarten. Ihr könnt gerne Fragen stellen. Das ist möglich über die Chat-Funktion bei Zoom oder über die F&A-Funktion. Die findet ihr beide unten an der Leiste, wenn ihr mit eurer Maus über die untere Seite bei Zoom fahrt, da könnt ihr die Fragen reinstellen. Es wird während des Vortrags Möglichkeiten geben, Fragen zu stellen. Schreibt eure Fragen gerne rein und ich werde sie dann Dr. Neuber stellen. Genauso gibt es Möglichkeiten, wenn ihr bei YouTube gerade zuschaut. Auch da schreibt gerne eure Fragen in den Chat. Ich behalte das im Auge und stelle sie dann. Genau, ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß bei dem Vortrag und danke, Dr. Neuber, dass Sie hier sind und wir freuen uns. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute wieder die Möglichkeit habe, hier bei Bonn zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung an Students for Future. Und ich möchte heute etwas über Climate Engineering sagen. Und mein Vortrag trägt den Titel Ethische Aspekte der Klimamanipulation. Und ich habe noch einen zweiten Teil da reingeschmuggelt und anderer Klimaoptionen. Das war in der Ankündigung, glaube ich, nicht so vermerkt, aber im Laufe des Vortrags erstellen hat sich einfach ergeben, dass das Thema doch ein bisschen aufgeweitet werden kann. Genau, die letzten Vorträge waren ja alle eher sehr praktischer Natur und ich spreche jetzt hier zu Ihnen als Philosophin, als Wissenschaftlerin. Deswegen wird es jetzt vielleicht wieder eher theoretisch, aber gerne können wir uns dann auch zum Schluss über die praktische Anwendung unterhalten und um die praktischen Konsequenzen uns gerne unterhalten. Genau, ich habe den Vortrag in drei große Themenblöcke gegliedert. Einmal möchte ich etwas noch kurz sagen zum Klimawandel, zu den klimapolitischen Optionen, die wir haben. Im zweiten Teil möchte ich dann kurz ein bisschen technischer werden und etwas zu den Szenarien und Portfolios sagen. Und zum Schluss möchte ich dann versuchen, ein moralisches Klimaportfolio darzustellen. Genau, erstens Klimawandel und klimapolitische Optionen. Herr Frotzheim hat ja in seinem ersten Vortrag, in seiner Auftaktveranstaltung sozusagen dargestellt, wo wir aktuell beim Klimawandel stehen. Und es ist mir noch sehr eindrücklich vor Augen, die Message, die er uns mitgegeben hat, es sieht eigentlich nicht sehr gut aus beim Klimawandel. Wir bewegen uns weiterhin auf eine Erderwärmung zu, die wir eigentlich nicht haben wollen. Und wir sind nach wie vor in der ganz starken klimaethischen Verpflichtung, diese Erderwärmung zu stoppen. Und zwar hat sich die globale Gemeinschaft oder die Klimawissenschaftler global irgendwann mal auf das sogenannte 2-Grad-Ziel geeinigt. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und ich formuliere das so: Die gegenwärtige Generation ist verpflichtet, die durchschnittliche globale Erderwärmung bis Ende des 21. Jahrhunderts bei 2 Grad Celsius über vorindustriellem Zeitalter zu stabilisieren, ohne dabei weiteren Schaden zu generieren. Das ist das sogenannte 2-Grad-Ziel in der Klimaethik. Und ich möchte ganz kurz noch einmal darauf eingehen, wie dieses 2-Grad-Ziel überhaupt begründet ist. Als Klimaethikerin ist das gewissermaßen meine Profession, mein professionelles Ethos, dass ich Ihnen wenigstens ganz kurz sage, wie das überhaupt begründet ist. Es gibt die Begründung aus unterschiedlichen Aspekten, nicht nur hinsichtlich der
ich sag mal, der offensichtlichen Klimaethik, sondern aus ganz unterschiedlichen ethischen Bereichen, also Bereichsethiken sozusagen. Einmal geht es hier um risikoethische Abwägungen. Das sind die sogenannten Tipping Points zu nennen. Das ist das, was Herr Frozheim auch sehr eindrücklich gesagt hat. Was passiert, wenn wir die Climate Tipping Points erreichen? Welche Umweltschäden entstehen dann? Welche Klimaschäden entstehen dann? Was bedeutet das für zukünftige Generationen, für die Natur, für das, für die Flora und Fauna? Das gilt es zu vermeiden. Das sind risikoethische Überlegungen. Aber auch aus Überlegungen der Menschenrechte ist es notwendig, dass wir das 2-Grad-Ziel erreichen. Gegenwärtige und zukünftige Menschen haben Rechte. Sie haben ein Recht auf ein stabiles Klima. Sie haben insbesondere das Recht, dass sie ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen, dass sie Wahlmöglichkeiten haben, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das dürfen wir ihnen nicht dadurch kaputt machen, dass wir sagen, ja, ihr habt jetzt aber irgendwie ein Klima, was irgendwie 5 Grad wärmer ist, so im Sinne von deal with it. Das dürfen wir aus ethischen Gründen nicht tun. Eine weitere Begründung des 2-Grad-Ziels stammt aus den Naturschutzperspektiven und aus dem Artenschutz, also Biodiversität. Also wir haben auch Verpflichtungen nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Lebewesen, gegenüber der Biodiversität als Ganzes, gegenüber den Ökosystemen als Ganzes. Das gilt es zu schützen. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch ökonomische Aspekte. Sie erinnern sich an den ganz frühen Stern Report, der gesagt hat, der Klimawandel ist nicht zuletzt einfach ganz, ganz teuer. Deswegen gibt es also dieses 2-Grad-Ziel, das wurde ja im Paris-Abkommen noch mal ein bisschen verschärft, indem gesagt wird, well below 2 degrees, also dass wir sogar versuchen, vielleicht 1,5 Grad zu erreichen, aber das ist so der klimaethische Standard. Darf ich kurz einmal unterbrechen? Im Chat kam die Bitte, ob Sie noch mal gucken können, ob Sie Ihr Mikro nachjustieren können, der Ton sei schwankend. Vielleicht so. Ja, ich habe das Gefühl, es wird besser. Ja, ich kann das auch so, ich will nicht so reinatmen, deswegen wollte ich das ein bisschen runter machen, aber ist okay, also besser, dass Sie mich hören. Genau. Alles klar, super. Gerne nochmal darauf hinweisen, wenn das nochmal wieder nicht so gut verständlich ist. Genau, also das, wie gesagt, ist so die Zusammenfassung von der Begründung des 2-Grad-Ziels. So, jetzt gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Es gibt 3 klimapolitische Antworten. Mitigation, Adaption und eben Climate Engineering. Das sind so die 3 Möglichkeiten, die 3 klimapolitischen Antworten, die zum Beispiel auch das IPCC definiert und beschreibt. Das IPCC, das ist Ihnen auch ein Begriff, das ist das International Panel for Climate Change, also das ist das Klimakonsortium, was immer alle paar Jahre diese Klimareporte ausgibt. Und ich will noch mal ganz kurz, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, möchte ich einfach ganz kurz noch mal bestimmen, was das ist. Mitigation, das ist die Vermeidung von CO2-Ausstoß und die Erhaltung von natürlichen CO2-Senken. Und dieser 2. Teilsatz, der ist dabei auch ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir durch unser eigenes Verhalten die CO2-Emissionen verringern, sondern dass wir auch natürliche CO2-Senken, wie zum Beispiel Wälder und so weiter, schützen. Definiert wird es im IPCC as an anthropogenic intervention to reduce the sources and enhance the sinks of greenhouse gases. Adaption, das sind jegliche Anpassungsleistungen an eine durch den Klimawandel veränderte Umwelt. Und darauf werde ich jetzt in diesem Vortrag nicht eingehen, aber ich möchte Ihnen mitgeben, wenn Sie sich ein bisschen für Klimaethik interessieren und sich da weiter reinlesen wollen, Adaption in der Klimaethik ist ein riesengroßes Thema. Das fällt immer so ein bisschen hinten runter, weil wir uns alle nur über die Reduktion von Treibhausgasen unterhalten. Aber Adaption, also Anpassungsleistungen, dazu gehört zum Beispiel auch Kompensation gegenüber den armen Ländern. Ja, also dass wir sagen, wir als westliche Nationen, wir als westliche Welt, wir haben wahnsinnig vom Klimawandel profitiert. Wir haben den Klimawandel initiiert, wir waren aber auch die Nutznießer davon. Wir haben einen wirtschaftlichen Wachstum durch den Klimawandel genossen, der uns jetzt unseren Wohlstand garantiert. Und der globale Süden, nicht nur sind sie die ärmsten Länder, sondern auch werden am stärksten unter dem Klimawandel leiden. Also und inwiefern sind wir jetzt diesen armen Ländern des Südens verpflichtet? Adaption, also auch im Sinne von Kompensation. Wie können wir den Ländern des globalen Südens hier helfen? Durch Adaptionsleistungen, durch Technologietransfer zum Beispiel auch.
Auch eine große Frage ist der Begriff des Klimaflüchtlings. Den werfe ich jetzt hier nur mal kurz rein. Ja, also Adaption sind auch Migrationsströme. Ja, also wenn im globalen Süden Menschen ihre Lebensgrundlage nicht mehr sichern können durch das veränderte Klima, zum Beispiel durch Dürre oder Überschwemmung oder wie auch immer, und dann sagen sie ja, okay, wir suchen jetzt uns ein neues Leben im globalen Norden. Wie gehen wir mit diesen Flüchtlingsströmen um? Welche Verpflichtungen haben wir da? Ja, wir erinnern uns, dass Klimaethik auch auf den Menschenrechten beruht, also Gerechtigkeit gegenüber anderen Menschen. Also das ist ein großes Thema, Adaption ist ein riesengroßes Thema in der Klimaethik, soll uns jetzt aber aktuell nicht weiter beschäftigen. Und dann eben die dritte Möglichkeit, Climate Engineering. Das ist definiert als der großskalige Eingriff in das Klimasystem mit dem Ziel, die Effekte der globalen Erderwärmung zu reduzieren bzw. deren Ursachen zu minimieren. Und hier im Royal Society Report von 2009 wird nochmal definiert als deliberate large-scale manipulation of the planetary environment. Und entscheidend ist hierbei das Wörtchen deliberate, also absichtlich, bewusst, gezielt. Weil im Grunde genommen könnten wir auch sagen, das, was wir aktuell erleben, der Klimawandel, das ist ja auch ein großskaliger Eingriff in das Klimasystem. Ja, also seit 1850, seit der industriellen Revolution verändern wir das Klima, greifen wir in das Klima ein. Aber jetzt kann man argumentieren, wir wussten das ja nicht und wir wollten das vielleicht auch gar nicht so, aber heutzutage kann man einfach nicht mehr davon ausgehen. Heute ist es allen sonnenklar, was wir hier tun. Und jetzt versuchen wir einfach noch eine Medizin zu finden, um auch bewusst in das Klimasystem einzugreifen und diese Effekte einfach umzudrehen. Soweit. Ich halte hier mal kurz an, weil das einfach viel Text war. Gibt es zu diesem Zeitpunkt noch Zwischenfragen? Bisher kam eine Frage in den Chat und die war, ob man nicht besser das 1,5-Grad-Ziel kommunizieren sollte statt dem 2-Grad-Ziel. Gegenüber der Welt. Also kommunizieren gegenüber der Welt. Ja, natürlich. 2 Grad ist vielleicht irgendwie griffiger, weil da kein Komma dabei ist. Ich weiß es nicht. Ist aber auch 1,5 Grad ist wirklich sehr ambitioniert. Also da werden wir auch gleich nochmal, wenn wir uns ein bisschen die Szenarien angucken, werden wir auch darauf nochmal gucken. 1,5 ist sehr ambitioniert. Und vielleicht ist es auch politisches Kalkül, dass man sagt, okay, wir bleiben mal beim 2-Grad-Ziel. Wenn wir es schaffen, darunter zu bleiben, ist ja super. Aber 2 Grad so als griffige Nummer hat vielleicht auch wirklich einfach strategische Gründe, welche Zahl man da nimmt. Soll uns aber bei den klimaethischen Fragen nicht wirklich stören. Die Verpflichtung, die wir haben, ist, glaube ich, trotzdem klar. Egal, ob wir 2 Grad oder 1,5 Grad da ansetzen. Okay, herzlichen Dank. Ja. Ansonsten sind bisher noch keine Fragen gekommen. Hier nochmal die Erinnerung. Schreibt gerne schon jetzt Fragen in den Chat. Ich sammle die und stelle sie dann bei der nächsten Gelegenheit. Und dann perfekt. Weitermachen. Dankeschön. Super. So, kommen wir jetzt also zur dritten Möglichkeit, die ich eben genannt habe von diesen 3 klimapolitischen Optionen, die wir haben, ist die dritte Möglichkeit die technische, also Climate Engineering. Und ich habe Ihnen hier mal eine Grafik mitgebracht von den verschiedenen Geoengineering-Maßnahmen, die aktuell diskutiert werden. Also hier steht Geoengineering. Das wird manchmal synonym benutzt, dieser Begriff. Ich mag lieber den Begriff Climate Engineering, weil dadurch einfach deutlicher wird, was hier wirklich manipuliert oder engineert werden soll, nämlich das Klima. Aber das wird manchmal synonym verwendet, diese Begriffe. Und zwar gibt es 2 große Techniken, die man unterscheiden kann. Einmal hier beige abgetragen, das sind die sogenannten SRM-Technologien, Solar Radiation Management Technologien, die versuchen, die globale Strahlungsbilanz zu verändern, um dadurch dem Treibhauseffekt entgegenzuwirken. Was damit konkret gemeint ist, es wird versucht, die einfallenden Sonnenstrahlen zurückzureflektieren, dass die gar nicht erst in die Erdatmosphäre eintreten, um halt nicht die Erde zu erwärmen. So, das ist die ganz simple Idee hinter diesen SRM-Möglichkeiten. Und hier gibt es einige Ideen, hier sind jetzt 3 abgetragen. Einmal ist die Idee, dass man irgendwas mit Wolken macht, ja, also dass man versucht, die Wolken irgendwie zu erhellen oder die Wolken zu verdicken, zu vergrößern, dass dadurch die Sonnenstrahlen reflektiert werden.
Eine andere Technologie, die auch stark diskutiert wird, von der Sie vielleicht sogar schon gehört haben, das ist das sogenannte SAI, Sulfured Aerosol Injection. Die Idee ist, dass man ja durch Flugzeuge oder Heißluftballons oder wie auch immer versucht, Sulfatpartikel in die Stratosphäre einzubringen. Warum Sulfatpartikel? Die Idee von SAI ist dadurch entstanden, dass man sich Vulkanausbrüche angeguckt hat. Und diese Vulkanausbrüche sorgen für eine Reduzierung des Erdklimas. Das ist gut bekannt, das ist wohl erforscht, dass das so ist, dass die Sulfate, die bei Vulkanausbrüchen in die Atmosphäre kommen, halt zu einer Kühlung führen. Und deswegen hat man sich überlegt, so hey, wir können doch vielleicht einfach versuchen, das irgendwie zu imitieren, diese Vulkanausbrüche, und dadurch versuchen, das Klima abzukühlen. Deswegen kann das auch relativ gut erforscht werden, eben weil die Analogie zu den Vulkanausbrüchen relativ nahe liegt und gut erforscht ist. Ist aber, können wir sagen, intuitiv erstmal nicht sehr eingängig, warum wir das jetzt tun sollten. So aus der moralischen Intuition heraus wäre das nicht unbedingt unsere erste Option. Also für mich zumindest nicht. Und deswegen sind diese Solar Radiation Management Technologien erstmal diskutabel, würde ich jetzt behaupten. Dann gibt es aber noch einen zweiten großen Teil von CE-Maßnahmen, also CE, das ist meine Abkürzung für Climate Engineering. Und zwar sind das die CDR-Maßnahmen. CDR steht für Carbon Dioxide Removal, also das sind Technologien, die versuchen, künstlich das CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszunehmen. Das kann durch verschiedene Möglichkeiten geschehen, durch chemische Prozesse, durch geophysikalische Prozesse, durch irgendwelche Verwitterungsregelungen bei Verwitterungsprozesse bei irgendwelchen Gesteinen und so weiter. Es wird versucht, direkt das CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Hier die Nummer 9, das sind so eine direkten Air Captures, nennt man das, also die direkt aus der Luft soll das CO2 gefiltert werden. Und dann hier, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen, dass das hier dann unterirdisch gelagert wird. Also das CO2 wird bei diesen CDR-Maßnahmen immer irgendwo gelagert. Klar, ich hole es aus der Atmosphäre raus, muss irgendwo gelagert werden. Und eine weitere Technologie, die Sie hier sehen, Nummer 8, das ist das sogenannte BECCS. Da werde ich gleich noch was zu sagen, ein bisschen genauer. Und ja, das ist so erstmal so die Landschaft von den Climate Engineering-Maßnahmen, die aktuell diskutiert werden, die in der wissenschaftlichen Diskussion diskutiert werden, die aber auch immer mehr in die Öffentlichkeit rücken. Und von diesen Maßnahmen rücken am stärksten in die Öffentlichkeit halt diese CDR-Maßnahmen, weil sie auf den ersten Blick nicht so moralisch behaftet sind wie die SRM-Maßnahmen. Weil man sich denkt, so ja, CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen, ist ja eigentlich eine gute Sache. Und deswegen werden diese CDR-Maßnahmen, die ich hier nochmal auf einem anderen Bild Ihnen dargestellt habe, auch immer verstärkter in der Öffentlichkeit diskutiert. Hier unten sehen Sie nochmal den Begriff CDR, Carbon Dioxide Removal. Ein Synonym dafür, für diese Art von Technologien, ist auch Negative Emission Technologies. Das steht da oben, die sogenannten NETs oder NETs. Und zu Direct Air Capture, hier hinten habe ich schon was gesagt. Jetzt möchte ich noch kurz etwas zu BECCS sagen, also Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das ist die Idee, dass man Biomasse zur Energiegewinnung anpflanzt, indem Biomasse wächst, sich entwickelt, wird über Photosynthese CO2 aus der Atmosphäre genommen. Dann wird diese Biomasse verbrannt zur Energiegewinnung, aber das CO2, was durch den Verbrennungsprozess entstehen würde, wird abgespalten, abgefangen und gespeichert. Und deswegen ist BECCS eine Negativemissionstechnologie. Und das gefällt vielen Leuten ziemlich gut. Also die Perspektive, dass wir Biomasse anpflanzen zur Energiegewinnung und gleichzeitig auch noch was fürs Klima tun, das ist für viele Leute sehr attraktiv. Man muss dazu sagen, dass diese Technologie reine Zukunftsmusik ist. Es gibt eine einzige Anlage für BECCS, die ist noch nicht mal industriell, sondern die ist rein experimentell. CCS auf der anderen Seite hier, also Carbon Capture and Storage. CCS haben Sie vielleicht schon mal gehört. Das ist auch eine Möglichkeit, um Emissionen zu vermindern, wird meistens zur Mitigationsschiene gerechnet. Das ist einfach die Idee, dass man ganz normale Kraftwerke hat
und bei denen das CO2 dann abfängt, abspeichert und lagert. Das ist CCS. Wenn man das mit Bioenergie koppelt, wäre es halt net negativ. Wie gesagt, ist noch nicht da. Diese Technologie gibt es noch nicht. Sie wird stark erforscht. Vielleicht ist sie auch in absehbarer Zukunft da, aber aktuell nicht. Dann gibt es hier noch andere Technologien, die Marina-Art sind. Da gehe ich jetzt nicht direkt drauf ein. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nochmal hier auf dieses Bild und dieses Bild da hinten wenden. Ich hoffe, Sie sehen meine Maus. Einmal geht es hier um die Coastal Carbon Enhancement. Hier. Diese Bäumchen, die da sind, das sollen Mangrovenwälder sein. Mangrovenwälder gibt es überall auf der Welt, ist ein sehr reiches und sehr buntes Ökosystem und ist eine große CO2-Senke. Also der Schutz und der Aufbau von Mangrovenwäldern sorgt für negative Emissionen. Und hier ist noch ein bisschen hier das sollen Algen darstellen, dass man so ein bisschen Algenfarming macht und dadurch halt auch CO2 aus der Atmosphäre über Photosynthese bindet. Das zweite ist Afforestation, also Aufforstung. Das wird hier auch als negative Emissionstechnologie aufgeführt. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir Wälder wieder aufforsten, um CO2 aus der Atmosphäre zu bringen. Soweit erstmal. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sind diese Technologien ethisch zu bewerten? Und wenn ich nochmal kurz auf das Bild zurückgehe, gerade BECCS als eine Technologie, auf die große Hoffnungen gesetzt werden, diese ganzen anderen marinen Technologien lasse ich mal außen vor, aber ich glaube, das ist schon auf den ersten Blick erkennbar, wenn man irgendwie die Ozeanalinität erhöht oder wenn man Eisen in das Wasser einbringt, um halt irgendwie den Ozean zu düngen. Ja, also das ist Iron Fertilization, was das ist. Das ist nicht ethisch nicht ganz unproblematisch. Und deswegen möchte ich mal kurz auf ein paar ethisch relevante Probleme mit den sogenannten negativen Emissionstechnologien eingehen. Und zwar mache ich das am Beispiel BECCS, weil, wie gesagt, es ist eine sehr gute und sehr stark erforschte Technologie. Das größte Problem mit BECCS sind die sogenannten Landnutzungskonflikte. Wenn man Biomasse anbaut, muss man das tun auf Ackerfläche. Andere Flächen gibt es dafür nicht. Das heißt, es ist unmittelbar klar, dass Biomasseanbau in Konkurrenz steht zum Lebensmittelanbau. Wenn wir das nicht nur für Deutschland betrachten, sondern auf einer globalen Perspektive, kann es sogar dafür sorgen, dass die Lebensmittelpreise steigen, was natürlich Gerechtigkeitsprobleme mit sich bringen könnte. Die Frage ist, wie düngen wir dieses Land? Wie viel Wasser brauchen wir für diesen Anbau? Inwiefern sind da die Auswirkungen auf den Boden? Was natürlich auf keinen Fall passieren kann, ist, dass Wald gerodet wird, um Biomasse anzubauen. Das ist völlig klar. Wird aber in manchen Teilen der Welt tatsächlich gemacht. Vielleicht nicht explizit für Biomasse, aber die Waldrodung ist generell ein Problem. Und da wollen wir hier mit BECCS auf keinen Fall reingehen. Stichwort Amazonas. Das sollte klar sein. Es gibt aber auch Probleme hinsichtlich des Umweltschutzes. Wenn wir uns die Biodiversität von solchen Biomasseplantagen angucken, dann ist die nicht sonderlich gut. Also ich für meinen Teil, ich wohne in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wird viel Biomasse angebaut. Und im Sommer hat man diese riesigen, kilometerweiten gelben Rapsfelder, was wunderschön ist von der Farbe, aber ökologisch gesehen ein Desaster. Das sind riesengroße Monokulturen. Die werden gedüngt, noch und nöcher. Die werden gedüngt und die werden bewässert und die werden verbraucht, um Biomasse herzustellen. Ja, also die sind von der Biodiversität ungefähr genauso lebendig wie eine Betonmauer. Also ich glaube, ungefähr genauso schlimm ist der Anbau von Fichtenwäldern, um schnell und billig Holz zu holen. Ja, also aus Umweltschutzperspektiven nicht unbedingt optimal. Aber es gibt auch sowas wie Ökosystemdienstleistungen. Was damit gemeint ist, ist, wenn wir Landconversion haben, also Landumnutzung, wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen einen Wald und nutzen ihn um zur Ackerfläche oder wir nehmen eine Wiese und nutzen sie um zur Ackerfläche, dann ist das immer mit Verlusten gekoppelt, denn diese Wiese, die da scheinbar einfach nur ist, sorgt für ein funktionierendes Ökosystem, hat gewisse Dienstleistungen, also bringt gewisse Leistungen für ein funktionierendes Ökosystem und kann deswegen nicht einfach so umgewidmet werden. Also da gibt es große Probleme mit dem Biomasseanbau.
Um jetzt mal wegzugehen von dem Biomasseanbau hin zu generellen Problemen mit diesen negativen Emissionstechnologien, einmal natürlich die Zukunftsethik gegenüber zukünftigen Generationen. Ich habe bereits gesagt, BECCS als Technologie gibt es nicht. Darauf sich zu verlassen, dass es das irgendwann geben wird, könnte eine sehr gefährliche Wette darstellen, ähnlich wie der Klimawandel jetzt. Die Annahme, dass wir das irgendwann schon mit BECCS und anderen Technologien hinkriegen, könnte eine sehr gefährliche Wette darstellen und einfach immer nur einen weiteren Risikotransfer in die Zukunft. Und das sollten wir tunlichst vermeiden. Dann ist natürlich die Frage nach der sozialen Akzeptanz und der politischen Legitimation dieser Technologien. Ich sage hier nur als Stichpunkt Speicher. Ja, ich habe gesagt, jedes CO2 muss irgendwie gespeichert werden. Es ist manchmal wird es verglichen mit der Suche nach dem Atomendlagern. Ja, also die Speicherung von dem nuklearen Waste ist ja nicht ganz einfach. Es gibt viele Prozesse. Niemand möchte so ein Endlager vor seiner Haustür haben. Und vielleicht wird es genauso sein mit den CO2-Lagern. Es gibt ja viele Orte, wo gesagt wird, das ist sehr, sehr sicher. Aber trotzdem ist da die soziale Akzeptanz nicht unbedingt da. Und zuletzt ist es natürlich, wie gesagt, ein Problem der Risikoethik, also ein Themenfeld der Risikoethik. Es gibt viele Nebeneffekte, die können wir irgendwie erforschen, da können wir irgendwie sagen, was wir da auch machen können, um diese Nebeneffekte nicht zu haben. Aber Sie kennen vielleicht den Begriff der sogenannten Unknown Unknowns. Es gibt die Known Unknowns, das ist das, was wir wissen, was wir nicht wissen. Und dann gibt es die Unknown Unknowns. Wir wissen einfach nicht, was passieren könnte. Irgendwelche Effekte von irgendwelche Marineneffekte, ja, die wir überhaupt gar nicht absehen können, weil wir halt eben in so ein komplexes System eingreifen wie das Klimasystem. Das ist auch immer noch da. Das ist jetzt mal so ein kleiner Überblick über die ethisch relevanten Probleme mit diesen negativen Emissionstechnologien. Und ich fasse das jetzt mal zusammen, was wir bisher gesagt haben, was das für unser Klimaportfolio bedeutet. Also ein Klimaportfolio besteht aus verschiedenen Graden von erstens Mitigation, zweitens Adaption und drittens CE-Technologien. Und dazu gehören CDR und SRM. Ich habe das dargestellt. Und jetzt ist natürlich die große Frage für eine Ethikerin, für uns alle. Zu welchem Portfolio sind wir, wenn überhaupt, moralisch verpflichtet? Das ist die Frage, die uns jetzt im Weiteren beschäftigen soll. Bevor wir zum zweiten Abschnitt kommen, Fragen bis hierhin? Ja, tatsächlich gibt es mittlerweile einige Fragen. Mhm. Wenn Sie vielleicht nochmal zur Folie 7 zurückgehen könnten. Da kam zum einen die Frage, was passiert mit dem gespeicherten CO2? Nix. Also, wird gespeichert und bleibt hoffentlich da, wo wir es gespeichert haben. Das ist ungefähr so so ein bisschen wie die Endlagersuche, ja. Also wir packen das in irgendwelche Salzstöcke oder in irgendwelche unterirdischen Kavernen, die dann auch dicht sind, die dann auch abgedichtet werden, sodass dieses CO2 halt eben nicht entweichen kann. Wobei ich nicht denke, dass das in Gasform gespeichert werden wird, sondern wahrscheinlich wird es irgendwie in flüssiger Form gespeichert werden. Dann wird es halt versiegelt und dann soll es da bleiben. Okay, vielen Dank. Die nächste Frage schließt da fast direkt an und lautet, hat es keine negativen Wirkungen, wenn man massiv CO2 im Erdboden speichert? Ja, das ist genau das Problem. Also wie gesagt, die Suche nach diesen Lagerstätten muss natürlich so gestaltet werden, dass diese Lagerstöcke auch wirklich dicht sind. Also das sind dann, wie gesagt, irgendwelche Salzstöcke oder irgendwelche unterirdischen Kavernen oder man kann das auch hier, wie ich hier mit der Maus nochmal nachzeichne, direkt unten auf dem Meeresboden einspeichern. Durch die Druckverhältnisse bleibt es dann auch unten und stört dann hoffentlich auch niemanden. Also es ist dann ein Problem, wenn es anfängt zu lecken. Es ist dann ein Problem, wenn es anfängt auszubrechen. Tatsächlich gab es schon in der Geschichte ein paar große CO2-Explosionen. Das war so ein See irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent. Und da ist unter diesem See war ein riesengroßes CO2-Gaslager. Und das ist dann durch irgendwelche seismischen Bewegungen ist es aufgebrochen und ist dann explodiert. Und der ganze Livestock, also die Tiere und auch die Menschen, die im Umkreis von so und so viel Kilometern waren, sind daran gestorben. Die sind dann halt einfach erstickt. Die hatten eine CO2-Vergiftung und sind dann erstickt.
Also das ist nicht unbedingt ungefährlich, nicht nur für den Menschen nicht unbedingt ungefährlich, sondern halt auch für die anderen Tiere. Voraussetzung ist halt, dass diese Speicher sicher sind, genau. Okay, herzlichen Dank. Professor Frozheim ergänzt, dass es Kamerun Lake Nyos war. Danke. Dann kam noch eine Frage, und zwar: Hat SRM und SRI keine negativen Auswirkungen auf das Leben auf der Erde, zum Beispiel Photosynthese, wo die Sonneneinstrahlung auch essentiell ist? Ja. Also ich gehe mal kurz auf diese Folie zurück hier. Nein, weil natürlich versucht wird, das so gering zu halten, dass die Photosynthese überhaupt nicht gesteuert wird. Also das ist ja so ein beliebtes Argument, ne, dass die Leute sagen, so schlimm ist das doch gar nicht mit dem CO2 in der Atmosphäre. Die Pflanzen brauchen doch CO2, um zu wachsen. Das ist doch gut. Die sind viel produktiver, wenn sie mehr CO2 haben. Also in vielen Treibhäusern werden ja die Pflanzen regelrecht begast mit CO2, um sie halt zu mehr Produktivität anzuregen. Und bis zu einem gewissen Grade stimmt das auch. Genau, also das wäre jetzt dieser CO2-Aspekt, warum das gut ist. Und diese Sonneneinstrahlung ist natürlich auch sehr gut. Das erwärmte Klima ist natürlich für viele Pflanzen auch sehr gut. Und diese Ideen, dass man hier diese Sonnenreflexion versucht herzustellen, das wird natürlich in einem Maße erforscht, dass es eben nicht negativ ist für das Leben auf der Erde. Also es wird jetzt nicht irgendwie ein gigantischer Spiegel irgendwie in der Atmosphäre sein, der dann auf einmal alles dunkel macht oder so, das natürlich nicht. Okay, herzlichen Dank auch für die Antwort. Dann kam gerade noch eine andere Frage über den Chat, und zwar: Wir werden langfristig CDR-Maßnahmen benötigen. Bitte dabei nicht nur an CO2, sondern auch an andere Treibhausgase denken. Mhm. Ist aber nicht die effektivste Maßnahme, Emissionen durch fossile Energieträger und industrielle Landwirtschaft zu stoppen? Bitte nochmal, die Frage nochmal. Wir werden langfristig CDR-Maßnahmen benötigen, nicht nur an CO2, sondern auch an andere Treibhausgase denken. Ist aber nicht die effektivste Maßnahme, Emissionen durch fossile Energieträger und industrielle Landwirtschaft zu stoppen? Jetzt habe ich die Frage verstanden, danke. Ja, darauf werde ich tatsächlich später eingehen. Das würde ich gerne vertagen auf den zweiten Vortrag. Auf den zweiten Teil des Vortrags, Entschuldigung. Ich werde da heute auf jeden Fall zu kommen, ja. Okay, und noch eine weitere Frage: Wird die Ozeanversauerung verstärkt durch, ich bin leider keine Chemikerin, SO2 Engineering? Also SO2 ist ja Sulfat. Das ist wahrscheinlich dieses SAI. Also der Fragesteller kann das gerne nochmal korrigieren, wenn ich das nicht richtig beantworte. Ich bin nämlich auch keine Chemikerin, leider. Also dieses Sulfat-Engineering. Ja, genau. Also das adressiert überhaupt gar keine Probleme, die außerhalb der Temperatur von dem erhöhten CO2 in der Atmosphäre hervorgerufen werden. Also zum Beispiel die Versauerung der Ozeane. Und so weiter. Das ist nur eine rein kosmetische Maßnahme, dass man versucht, die Temperatur zu minimieren. Aber es hat nichts mit dem CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu tun. Und der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat halt noch andere Auswirkungen als nur die erhöhte Temperatur, nämlich zum Beispiel die Versauerung der Ozeane. Genau, und das wird davon nicht adressiert. Okay, herzlichen Dank. Hier kam auch noch mal im Chat die Bestätigung, dass genau das gemeint war. Ja, super. Und das waren bisher die Fragen. Cool. Okay, dann die ethisch relevanten Probleme hatten wir. Dann kommen wir jetzt mal zu den Szenarien. Das ist nämlich die Frage, inwiefern das notwendig ist, werde ich jetzt nämlich angehen. Zunächst einmal gilt festzuhalten, wir haben eine prima facie Mitigationsverpflichtung. Prima facie, das ist so ein Begriff aus der Ethik, das heißt auf den ersten Blick, intuitiv, erstmal setzen wir das erstmal fest. Denn Mitigation, also die Reduktion der Emissionen, ist die einzige Strategie, die wirklich die Ursachen bekämpft, die Ursachen des Klimawandels, nämlich unseren CO2-Ausstoß. Ist ja auch völlig klar, wir stoßen ihn aus, das CO2, also haben wir auch irgendwie die Verpflichtung, das zu minimieren, weil es nämlich negative Effekte gibt.
Und nur durch das Primat von Mitigation, also Primat, dass wir sagen, Mitigation ist die erste Verpflichtung, die wichtigste Verpflichtung, die wir haben, können wir unsere klimaethischen Verpflichtungen erfüllen. Und mit diesen klimaethischen Verpflichtungen meine ich diese ganzen verschiedenen ethischen Bereiche, die durch den Klimawandel angesprochen werden. Ja, also das ist das, was ich auf der ersten Folie hatte. Hinsichtlich von Menschenrechten, hinsichtlich von Naturschutz, von Umweltschutz, von risikoethischen Überlegungen. Nur durch Mitigation wird dieser ganze Themenkomplex adressiert. Deswegen ist es unsere vorderste Verpflichtung zur Mitigation. CE kann in dieser Hinsicht als zweitbeste Option zur Realisierung des 2-Grad-Zieles angenommen werden. Das heißt, wir sagen nicht pauschal, es ist keine Option. Wir sagen, es ist erstmal die zweitbeste Option. Denn CE als Technologie, also CE als Technologiekomplex, kann nicht allgemein bewertet werden. CE, Climate Engineering an sich, kann nicht allgemein bewertet werden, sondern nur jede Technologie für sich genommen, individuell. Ich kann nicht sagen, CE ist gut, CE ist schlecht, sondern ich muss mir die einzelnen Technologien angucken. Und auch die Technologien an sich können nicht an sich einzeln bewertet werden, sondern nur innerhalb eines vollständigen Klimaportfolios, also einer vollständigen Klimaantwort. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob ich sage, ich nutze SAI, um unser Business as usual auszugleichen, oder ob ich sage, ich nutze SAI für was 2 Jahre, um halt irgendwie 0,5 Grad abzuwenden. Das ist von der ethischen Bewertung her ein Riesenunterschied. Ich sage jetzt nicht, dass diese zweite Option, die ich da kurz skizziert habe, dass die irgendwie jetzt an sich schon moralisch begründet ist. Aber was ich sage, man muss unterschiedliche Grade dieser Technologien unterscheiden, um wirklich sie nachhaltig bewerten zu können. Und weil das jetzt einfach den Rahmen sprengen würde, das für jede Technologie zu machen, werde ich mich im Folgenden nur auf die Gruppe von CDR oder diesen sogenannten Netz beziehen, diese negativen Emissionstechnologien. Und um das zu tun, werde ich mich jetzt erstmal noch mit ein paar Klimaszenarien beschäftigen. Also nochmal, der Einsatz von Climate Engineering, in unserem Fall also von diesen negativen Emissionstechnologien, muss vor dem Hintergrund verschiedener Klimaszenarien und Einsatzszenarien bewertet werden. Und hier habe ich mal diese Grafik mitgebracht. Die kennen Sie in der einen oder anderen Form. Was Sie hier auf der rechten Seite abgetragen sehen, das sind die sogenannten RCPs, also die Representative Concentration Pathways, die der IPCC auch immer vorstellt und benutzt. Hier diese rote Linie da oben, das ist das Worst-Case-Szenario. Das ist nicht das Business-as-usual-Szenario, sondern das ist das Worst-Case-Szenario. Das ist, wir gehen voll rein in die Fossilen, wir ballern einfach alles in die Atmosphäre, was wir kriegen können und gucken, was passiert. Und das führt zu einer durchschnittlichen globalen Erwärmung von 5,4 Grad, also ungefähr 5,5 Grad. Durchschnittliche globale Temperatur der Erde, also terrestrial. Und Herr Frutzheim hat noch sehr eindrücklich dargestellt, dass es durchaus dazu kommen kann, dass in diesem Erwärmungsszenario die lokale Erwärmung viel höher ist, also um die 10 Grad. 15 Grad, also an der Antarktis ist das ja sehr dramatisch zu beobachten, dass diese Durchschnittstemperatur zu lokalen sehr hohen Temperaturen führen kann, und über die Temperatur des Meeres ist damit auch noch gar nichts gesagt, die kann auch noch sehr viel höher sein als 5,4 Grad. Wie gesagt, das ist das Worst-Case-Szenario. Dann gibt es hier so Zwischenszenarien und hier unten das blaue Szenario des RCP 2.6. Das ist das einzige Szenario oder das einzige Szenarienbündel, muss man ja vielmehr sagen, was konsistent ist mit dem 2-Grad-Ziel. Und Sie sehen hier, ich sage Szenarienbündel, weil Sie sehen hier diese verschiedenen dünnen Linien, die hier blau sind. Das sind die ganzen verschiedenen Modellläufe mit verschiedenen Klimamodellen und so weiter, die da durchgerechnet werden. Hier die dicke blaue Linie, das ist halt so das gemittelte Szenario. Und ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken. Das Szenario hat irgendwann negative Emissionen. Das ganze Szenarienbündel geht irgendwann nach unten. Hier sehen Sie das schon relativ früh, ungefähr vielleicht 2050 oder 2055, muss man net zero werden von den Emissionen, und dann muss es in den negativen Bereich gehen. Das heißt, jedes Szenario, was konsistent ist mit dem 2-Grad-Ziel, nimmt negative Emissionen an.
Ich möchte das nochmal auf einer anderen Grafik verdeutlichen. Das hier, dieses Bild, was ich hier mitgebracht habe, ist gewissermaßen so ein Zoom auf diesen unteren Teil hier unten, auf diesen blauen Teil da unten ist es nochmal so ein bisschen reingezoomt, was das wirklich bedeutet. Also die schwarze Linie, das sind unsere Nettoemissionen. Das dunkelblaue hier oben, das sind die Insgesamtemissionen, die wir haben. Also wir werden schon noch irgendwie davon ausgehen können, dass wir Emissionen global haben. Und um das auszugleichen, muss man hier im hellblauen Bereich einfach negative Emissionen irgendwann haben, damit man irgendwann net negativ wird und damit man dann irgendwann hier, das ist dieser hellblau schraffierte Bereich, irgendwann sogar net negative Emissionen hat. Also erst muss man net zero werden und dann muss man net negativ werden, um das 2-Grad-Ziel überhaupt zu erreichen. Das sagen uns die Klimamodelle. Und hier habe ich das nochmal in einer etwas anderen Grafik. Ich glaube, der fortgeschrittenen Zeit geschuldet werde ich das jetzt nicht mehr auch mal weiter ausführen. Hier wird einfach nur gezeigt, es gibt hier verschiedene Annahmen über Weltzustände, also politischer und kultureller und bevölkerungswachstumsmäßiger Art und so. Und alle diese Weltzustände nehmen hier den Einsatz von BECCS an. Also hier oben ist es jetzt konkret BECCS, was angenommen wird als negative Emissionstechnologie. Aber alle Szenarien, die das 2-Grad-Ziel erreichen wollen oder selbst hier 4,5, RCP 4,5, das war ungefähr 2 bis 3 Grad Erwärmung, nehmen alle BECCS an, nehmen alle irgendeine Form von negativen Emissionen an. Um das nochmal zusammenzufassen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, ein signifikanter Einsatz von Netz ist notwendig für alle 2-Grad-Szenarien und insbesondere für alle 1,5-Grad-Szenarien. Das stellt uns vor folgende Frage. Können wir überhaupt 1,5 Grad erreichen, ohne irgendeine Form von CE, sei es nun CDR oder SRM, anzuwenden oder 2 Grad? Das ist ja genau die Frage, die der Zuhörer eben gerade gestellt hat. Ist das überhaupt möglich? Können wir das überhaupt? I'm sorry. Ich sehe es nicht kommen. Es erscheint leider nicht realistisch, dass es innerhalb kürzester Zeit einen globalen Wandel geben wird hin zu einer emissionsfreien Wirtschaft. Dazu sind die politischen und sozialen Prozesse einfach viel zu träge. Das hat sich herausgestellt in den letzten Jahren. Es ist ja jetzt nicht erst seit gestern, dass angefangen wird, über den Klimawandel aufzuklären. Das hat Herr Frotz in seinem Vortrag auch nochmal gesagt. Also seit den 80er Jahren ist das sogar auch in der Öffentlichkeit immer wieder wiederholt worden. Und heutzutage ist der soziale und politische Druck noch sehr viel größer, aber diese Prozesse sind träge. Und jetzt möchte ich hier an dieser Stelle aber auch nochmal diese Trägheit aus einer anderen Perspektive betrachten. Und zwar nämlich ist Klimaschutz tatsächlich nicht das einzig legitime Ziel dieser Gesellschaft. Es gibt noch andere Ziele unserer Gesellschaft, der globalen Gesellschaft, zum Beispiel Gendergerechtigkeit, um nur irgendeins zu nennen, ja, irgendwie Demokratiefähigkeit, sozialer Frieden, Bildungschancen. Das sind alles legitime Ziele unserer Gesellschaft, die alle in einem Abwägungsverhältnis zueinander stehen. Und man kann sagen, Klimaschutz ist ganz weit oben mit auf der Liste, aber es ist nicht das einzige Ziel, was sich unsere Gesellschaft gesetzt hat. Und deswegen muss es immer abgewogen werden gegen alle anderen Ziele auch. Das ist der demokratische Prozess, den wir haben. Und deswegen sind diese Prozesse so träge. Ja, auch wegen Lobbyarbeit. Ja, auch weil Politiker einfach unwillig sind und unfähig sind, die notwendigen Veränderungen anzustoßen. Aber auch, weil diese ganze Zielsetzung einem deliberativen Prozess unterliegt. Und das ist auch gut so. Das ist jetzt mal mein ganz emphatischer Standpunkt an dieser Stelle. Es ist gut so, dass wir sowas wie eine Deliberation haben, wo diese Ziele gesellschaftlich diskutiert werden und natürlich mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch präsentiert werden. Ja, also durch Demonstrationen, durch zivilen Ungehorsam und so weiter. Das sind alles legitime Mittel, um unsere Ziele durchzubringen in dieser Gesellschaft. Jetzt habe ich hier nochmal versucht, einen Vergleich zu Corona zu ziehen, was irgendwie auf der Hand liegt. Das machen irgendwie viele Leute heutzutage. Wir müssen das auch nicht weiter ausbreiten. Ich möchte hier einfach nur sagen, warum ich diesen Vergleich anbringe. Der soziale Friede und die individuelle Freiheit des Bürgers sind hohe Werte. Es sind hohe Werte in unserer Demokratie.
Und wie weit man diese Werte in Notfällen ausreizen kann, also wie weit man die übertrumpfen kann, das ist der öffentlichen Debatte unterlegen. Und das sehen wir gerade. Und wir unterhalten uns seit einem Jahr über nichts anderes, als wie weit die Corona-Maßnahmen gehen können. Und das ist so in einer Demokratie. Deswegen ist es keine Option, die Klimaschutzmaßnahmen ähnlich zu den Corona-Maßnahmen versuchen, irgendwie durchzudrücken. Leider, ja, also ich als Klimaethikerin und als Klimaschützerin würde mir das natürlich wünschen, dass das in irgendeiner Art und Weise so durchgedrückt wird. Aber als Demokratin sage ich, das wird wahrscheinlich so nicht gehen. Die Zeiträume sind viel größer, die Implikationen sind viel größer, was das für den individuellen Menschen bedeutet, wenn man Klimaschutzmaßnahmen so durchdrücken würde. Klimaschutz ist eine Langfriststrategie, die von einem nachhaltigen Kulturwandel lebt und vom technologischen Fortschritt. So, das war, Entschuldigung, können Sie eben noch mal ein bisschen nachjustieren? Ich habe das Gefühl, es raschelt wieder. So? Okay, ja, sorry. Dankeschön. Okay, super, danke. Genau, also das war mein Wort zum Sonntag. Welche ethischen Verpflichtungen ergeben sich nun daraus, wenn wir sagen, dass wir CDR-Maßnahmen annehmen müssen und dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen, das 2-Grad-Ziel zu erreichen, ohne irgendwelche Formen von negativen Emissionstechnologien anzuwenden? Zunächst einmal bedeutet das für die Mitigationsverpflichtung rein gar nichts. Unsere erste und vorderste Verpflichtung ist und bleibt die Reduktion von Emissionen. Denn nochmal, es ist klar, dass die klimaethischen Verpflichtungen, die ja viel größer sind, als einfach nur eine Temperatur zu stabilisieren, dass diese verschiedenen klimaethischen Verpflichtungen nicht durch den Einsatz von CE erfüllt werden können. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne nachher. Das können wir gerne nochmal ausdiskutieren, aber das sollte, glaube ich, an dieser Stelle jetzt klar sein. Allerdings kann die Verpflichtung zur Mitigation nicht absolut bestimmt werden, wie zum Beispiel, es ist geboten, das 1,5-Grad-Ziel durch Treibhausgasreduktion allein zu erreichen. So absolut werden wir das nicht formulieren können, weil, wie gesagt, es ist schwer zu erreichen. Und da man nichts fordern kann, was man nicht erreichen kann, also es macht keinen Sinn, irgendwas zu fordern, was man nicht erreichen kann. Also deswegen kann man das so absolut nicht bestimmen. Vielmehr ist es eine relative Verpflichtung, zum Beispiel die gegenwärtige Generation muss so viel Mitigation wie möglich betreiben. Also so viel wie möglich ist natürlich ein diskutabler Begriff, aber da können wir halt ansetzen und sagen, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, wie gehen wir hier weiter? Und ich habe da den Begriff mal genommen, push the limits, we have to push the limits. Also wir müssen wirklich ran. Wir müssen da noch weiter und noch weiter und noch mehr Mitigation, auch wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht dadurch erreichen werden. Aber das ist die erste und vorderste Verpflichtung, die wir haben. Ein moralischer Einsatz von CDR oder von negativen Emissionstechnologien ist durch das 2-Grad-Ziel erlaubt oder sogar geboten. Wenn wir es nicht anders hinkriegen, wenn wir sagen, das 2-Grad-Ziel ist weiterhin unser Ziel, dann ist es vielleicht sogar geboten, irgendeine Form von CDR anzuwenden. Aber dadurch sollte auch klar sein, für zukünftige Generationen dürfen nicht mehr Probleme durch die Anwendung oder allein nur durch die Annahme von CE entstehen, als durch ihre Nichtanwendung. Das heißt, diese ganzen ethischen Probleme, die ich da in diesem Kreisdiagramm da gezeigt habe, müssen adressiert werden. Also das waren die Landnutzungskonflikte, Umweltschutz, Zukunftsethik, soziale Akzeptanz und Risikoethik. Das muss alles abgedeckt sein. Ein ethischer Einsatz muss garantiert sein von negativen Emissionstechnologien. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal zum Schluss in den letzten paar Minuten mal an, wie so ein moralisches Klimaportfolio aussehen könnte. Es ist nämlich so, dass es einige Überschneidungen und Synergien gibt. Und zwar struktureller Art. Es gibt strukturelle Überschneidungen von CDR, NETs und Mitigationsmaßnahmen. Ja, Sie erinnern sich an das erste Bild, was ich hatte, wo ich das Rot eingekreist habe mit den Mangrovenwäldern und mit der Aufforstung. Da gibt es Überschneidungen. Wir gucken uns nochmal an, wie hat der IPCC Mitigation definiert. Es ist eine, it's an anthropogenic intervention to reduce the sources and enhance the sinks of greenhouse gases. Also einige negative Emissionstechnologien könnten vielleicht auch als Mitigation verstanden werden oder zumindest gibt es da Überschneidungen und Synergien, sodass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, weil es da ja wunderbare Synergien geben kann. Das habe ich hier gesagt. Also es gibt Synergien zum Bereich des Umweltschutzes.
Ja, also wenn es um Aufforstung geht, wenn es um den Aufbau der Küstenflora geht. Man kann sich noch viele andere Bereiche überlegen, wo wir negative Emissionen anwenden und gleichzeitig Umweltschutz machen können. Manche CDR-Technologien scheinen daher unproblematisch oder sogar wünschenswert aus dieser Perspektive. Und eine möchte ich Ihnen jetzt noch ganz kurz vorstellen. Eine dieser Maßnahmen zur Erzeugung negativer Emissionen ist in letzter Zeit stark in den Fokus gerückt. Und das sind die sogenannten Natural Climate Solutions. Was sind Natural Climate Solutions? Da gibt es drei Schlagworte: Protect, Improve, Restore. Also Protect from Loss. Protect ist eigentlich ganz klassisch Schutz. Wir müssen die Wälder schützen, die Moore schützen und das Grasland schützen als Klimasenken. Wir müssen unsere Landnutzung verbessern, effektiver gestalten, insbesondere bei der Tierhaltung, natürlich aber auch bei Ackerfläche und bei das Forstmanagement muss nachhaltiger gestaltet werden. Und Restore, also Renaturierung, das, was der Umweltschutz sich auch immer auf die Fahne geschrieben hat, Renaturierung von Naturschutzflächen, von Wäldern, von Mooren und so weiter. Und hier wird da oben diese Grafik angezeigt, hier dieser Ring, der um den Erdball drumherum ist. Das ist die Summe der Treibhausgasemissionen, die wir pro Jahr haben, ungefähr ja 35 oder 40, wenn es nicht gut läuft, Gigatonnen pro Jahr, die wir emittieren. Und Natural Climate Solutions könnten ein Drittel dieser zu viel Emissionen aufnehmen. Und dadurch könnten sie ein Drittel quasi des Klimaschutzes stemmen. Und die anderen zwei Drittel könnten dann halt über eine Energietransformation oder wie auch immer gestaltet werden. Deswegen sind Natural Climate Solutions ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch hinsichtlich von negativen Emissionstechnologien. Da ist unheimlich viel Spielraum, was man da machen kann. Und wie gesagt, Synergien zum Umweltschutz und zum Naturschutz sind da gegeben. Wie könnte jetzt also ein moralisches Klimaportfolio aussehen? Medikation, klar, müssen wir nicht drüber reden, machen wir auf jeden Fall. SRM, haben wir heute nichts dazu gesagt. Es gibt vielleicht Szenarien, wo wir uns vorstellen können, dass es sowas wie moralisch legitimiertes SRM gibt. Das habe ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Adaption werden wir auch in jedem Fall machen müssen. Wie gesagt, das ist ein ganz anderer, ein ganz eigener Themenkomplex. Dann diese Natural Climate Solutions, was der Aufbau natürlicher CO2-Speicher wäre. Und irgendeine Form von CDR oder von NETs, also von Netz, wird wahrscheinlich dabei sein in einem Klimaportfolio. Das ist also die Summe des Portfolios. Und ich würde jetzt behaupten zum Schluss, das ist jetzt so meine normative Setzung am Schluss, wir sollten uns auf jeden Fall auf diesen Bereich konzentrieren, der für die Reduktion der Treibhausgase zuständig ist. Mitigation, push the limits, das ist das, was ich gesagt habe. Wir sollten uns auf keinen Fall ausruhen. Wir dürfen auf keinen Fall davon ausgehen, dass wir das irgendwie schon technisch hinkriegen oder wie auch immer. Eine Umstellung unseres Lebenswandels ist die vorderste Verpflichtung. Irgendeine Form von ethischem Einsatz von CDR wird wahrscheinlich mit dabei sein in einem Klimaportfolio. Und halt zum Schluss, hier bei den NCS werden die Synergien genutzt werden können zum Umweltschutz und zum Naturschutz. Und damit ende ich. Vielen Dank. Wir haben zu danken für den spannenden und interessanten Vortrag. Also ich kann für mich sagen, dass ich sehr viel gelernt habe. Es kam jetzt auch schon wieder einige Fragen. Mhm. Die erste Frage wäre: maximale Emission bei FCKW, Ozonloch haben wir uns doch auch zu drastischen Maßnahmen durchringen können. Warum nicht, wenn es ums Überleben für den Großteil der Menschheit geht, zum Beispiel Verbot fossiler Energieträger? Also ich bin jetzt keine Expertin, wie das damals abgelaufen ist, das FCKW hier zu verbieten. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, das Gas. Und also ich weiß nicht genau, wie das damals abgelaufen ist. Correct me if I'm wrong. Es war ein einzelnes Gas, was in einer bestimmten Sparte von Produkten verwendet wurde.
Das ist vielleicht eher vergleichbar mit, sage ich mal, Aspartam, dieses Süßungsmittel. Das ist ein Produkt, was in einer gewissen Produktsparte, also ein chemischer Stoff, was in einer bestimmten Produktsparte verwendet wird. Und da ist es relativ einfach, das zu verbieten. Da sagt man, Aspartam ist giftig, FCKW, schlecht fürs Ozonloch, machen wir nicht, verbieten wir. Findet Alternativen. Und das ist, in so einem kleinen Bereich ist es vielleicht einfach, das zu finden. Aber einfach mal zu sagen, stellt mal eure gesamte Wirtschaft einfach mal bitte um auf grüne Energien, ist halt eben nicht so einfach. Das wäre meine Erklärung, die ich jetzt hätte. Ja, vielen Dank. Die nächste Frage ist, öffentliche Debatten suggerieren stets, dass Klimaschutz mit Verzicht verbunden ist. Ist das wirklich so oder ist eines der Hauptprobleme vielleicht eher, dass Anliegen und Wege zum Ziel schlecht verkauft werden? Also die Verzichtdebatte, die ist natürlich riesengroß und mir fallen da zwei Sachen ein, die ich gerne, wenn ich die Zeit dafür habe, auch wirklich ausbreiten möchte. Diese Verzichtdebatte hat nämlich zwei verschiedene Aspekte. Einmal der Verzicht, den wir in der westlichen Welt leisten müssen, wir vielleicht auch als Individuen in der westlichen Welt. Und dann auf der anderen Seite den Verzicht, den andere Länder leisten müssen. Vor allen Dingen auch Länder, sogenannte Schwellenländer, Länder der sogenannten sogenannte Entwicklungsländer. Ja? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und die Verzichtsmetaphorik, die wir in unserem Kulturkreis verwenden, ja, so, oh, ich kann nicht mehr so viel Auto fahren und ich kann halt nicht mehr jeden Tag mein Schnitzel essen und so weiter, das ist relativ, da kann man gut gegen angehen. Ja, weil man sagt, es gibt super tolle Alternativen und Verzicht auf fossile Energieträger bedeutet nicht, dass man seinen Lebensstandard irgendwie runterschrauben muss und so weiter. Da gibt es viele smarte Lösungen, Ersatz von Plastik, Ersatz von Mobilität und so weiter und so weiter. Da gibt es ja auch einen Kulturwandel. Also ich würde mal behaupten, dass so die, ich sag mal, diese grüne und nachhaltige Konsumkultur ist eigentlich schon relativ im Mainstream angekommen. Ja, also nicht umsonst ist die Frau Merkel, welche eine CDU-Politikerin ist, als grüne Politikerin als Klimapolitikerin irgendwie in die Geschichte Deutschlands eingegangen. Also das ist schon relativ gut in der Gesellschaft verankert. Ein ganz anderes Problem ist es, wenn wir sagen, ja, nicht nur wir müssen verzichten, sondern ihr müsst auch verzichten. Also die Entwicklungsländer, Afrika, China, Indien. Indien und China sind die größten Emittenten von CO2 aktuell, weltweit gesehen. Das ist immens, was gerade Indien an CO2-Ausstoß hat. Das ist unvorstellbar, was dieses kleine Land emittiert. Warum? Weil sie wirtschaftlichen Aufschwung haben wollen. Und wirtschaftlicher Aufschwung funktioniert aktuell eben nur über fossile Brennträger. Natürlich kann man hingehen, wie das hier der eine Herr, den Sie auch hatten in der Vortragsreihe hier, der mit den Energien, er hat dann gesagt, ja, natürlich, wir gehen nach Afrika und sagen, hier, guck mal, wir haben die Solarpanels für euch. Versucht doch mal, euer Dorf irgendwie energieautark zu gestalten. Das gibt es als Ansatz, aber großflächig gesehen für die gesamte, für das Bruttoinlandsprodukt eines Landes sind diese kleinen Aspekte von nachhaltiger Energieproduktion zu wenig, um wirklich zu sagen, wie kriegen wir euch entwickelt, ja? Also wie schaffen wir es, einen Lebensstandard für die Schwellenländer oder für die Länder des globalen Südens herzustellen? Und gleichzeitig müsst ihr auf fossile Brennträger verzichten. Das ist aktuell sehr schwer möglich und es gibt ganz, ganz viele Initiativen, das zu tun. Das heißt, diese Verzichtsmetaphorik ist für uns in der westlichen Welt geschenkt auf eine gewisse Art und Weise. Aber die ist ganz essentiell für die Länder des globalen Südens. Denn da basiert der wirtschaftliche Aufschwung tatsächlich auf der Nutzung von fossilen Brennträgern. Und wer sind wir, dass wir diesen Ländern sagen können, ja, aber jetzt müsst ihr mal bitte aufhören, Energie zu verschwenden und Energie zu verwenden. Tut uns ja auch leid, dass ihr wirtschaftlich dadurch nicht so weit kommt, aber denkt doch mal bitte an das Klima. Das ist nicht so ganz einfach. Okay, vielen herzlichen Dank. Von Professor Furzheim kam noch die Ergänzung, dass wir immer von Emissionen pro Kopf sprechen sollten, gerade im Fall Indien, weil dort circa 2 Tonnen pro Kopf emittiert wird und hier in Deutschland zum Beispiel 8 Tonnen pro Kopf. Ich denke, das passt ja nochmal zu der Versicherung. Ja, das stimmt. Genau.
Hier nochmal die Erinnerung, gerne noch weitere Fragen in den Chat. Im Moment haben wir keine, aber das würde ich nutzen, um mal selbst eine Frage zu stellen. Ja. Und da würde mich interessieren, in wo praktisch der Schwerpunkt der Forschung zu Climate Engineering liegt. Also sind das eher Länder des globalen Nordens, wo hier geforscht wird, oder wird dazu auch in Ländern des globalen Südens geforscht und wird auch da Expertise eingezogen? Zum Beispiel indigene Bevölkerung ist ja sehr, sehr gut da drin, Biodiversität zu erhalten und den Regenwald zu schützen. Das stimmt. Das ist ein super spannender Punkt tatsächlich. Natürlich ist die Forschung eher auf den Westen, ich sage jetzt mal der Westen, also halt auf den globalen Norden, auf die Industrienationen fokussiert, weil nicht nur haben wir halt irgendwie von der absoluten Nummer her die meisten Universitäten, sondern es ist halt auch irgendwie ein Thema, was wir jetzt angehen, weil wir den Klimawandel irgendwie verursacht haben. Also das wird da sehr stark erforscht bei uns im globalen Norden. Und interessanterweise muss man sagen, ist der globale Norden eher kritisch eingestellt. Und Länder des globalen Südens, vielleicht afrikanische Länder oder zum Beispiel die Länder, die bei den Malediven liegen da unten, die sind tendenziell eher dafür, denn das sind die Länder, die viel stärker von dem Klimawandel beeinträchtigt werden als wir. Das heißt, die sagen, wenn es eine Lösung gibt, bitte wendet sie an. Und das ist, gerade auch, weil diese Länder hinsichtlich ihrer eigenen Emissionen, ja, also wenn wir nochmal auf China gucken, Indien gucken, also ich möchte jetzt um Gottes Willen kein Indien-Bashing machen, aber die sind nicht so sensibel dafür, dass sie ihre Emissionen als Land senken sollten. Dass diese Umweltschutz- und Naturschutzperspektiven sind noch nicht so national verankert in der Klimastrategie bei Indien, wie das in den westlichen Ländern ist. Und deswegen sind die auch eher bereit, Climate Engineering-Technologien anzuwenden, aus dem gleichen Geist heraus, dass man sagt, okay, wir können das ja tun. Wir können ja sowohl emittieren, als auch, wenn es dann irgendwie zu schlimm wird, können wir dann wieder CE anwenden. Und deswegen ist da auch da die Debatte nicht ganz einfach und tatsächlich von sehr unterschiedlichen Wünschen geprägt. Also wir im globalen Norden würden eher sagen, lasst uns vorsichtig sein, aber klar, weil es uns halt nicht so doll betrifft wie vielleicht die Länder des globalen Südens. Okay, herzlichen Dank. Jetzt kam gerade die Frage, ob es möglich ist, den demokratischen Prozess zu beschleunigen. Also Sie hatten ja vorher davon gesprochen, dass der demokratische Prozess sehr lange braucht. Möglich ist das bestimmt und es ist bestimmt auch auf jeden Fall wünschenswert, dass das zu tun ist. Wie gesagt, also ich bin absolut auch dafür, dass wir alle unsere Bürgerpflichten wahrnehmen und unsere Bürgerrechte wahrnehmen. Und dazu gehört natürlich, dass wir einfach sehr lautstark unsere Meinung kundtun auf allen möglichen Demonstrationen und auf allen möglichen Veranstaltungen, wie sie das tun, wie das diese Extinction Rebellion macht und so weiter. Dieser demokratische Prozess, um nochmal auf den Begriff Bürgerpflichten einzugehen. Ich muss hier auch nochmal sagen, die Bürgerpflichten erschöpfen sich tatsächlich nicht, entweder ich gehe demonstrieren und dann gehe ich alle 4 Jahre mal wählen. Bürgerpflichten könnte ja auch bedeuten, ich engagiere mich im Gemeinderat, ich engagiere mich im Kommunalrat zum Beispiel oder ich engagiere mich in einem lokalen Think Tank oder in einer NGO oder in einer lokalen Stiftung. Vor allen Dingen diese regionalen Verwaltungsorganisation, ja, Gemeinderat, Städteräte und so weiter, da haben wir als Bürger nicht nur das Recht, sondern vielleicht auch die Verpflichtung, uns da zu engagieren, denn davon lebt eine Demokratie. Also wir als Bürger müssen uns da einbringen. Und wenn man an diesen niederschwelligen politischen Institutionen andocken, das, glaube ich, hat einen sehr großen Effekt. Also ich wohne in einer Kleinstadt mit sehr wenig Einwohnern. Da ist der Draht zum Bürgermeister oder halt zum Gemeinderat ist sehr direkt. Und da kann man halt sagen, okay, anstelle, dass wir jetzt irgendwie die neue Schnellstraße bauen, lass uns doch mal vielleicht dafür sorgen, dass der Teich vergrößert wird oder irgendwas. Das sind dann so die kleinen lokalen Dinge, die beschleunigt werden können, die dann aber in der Summe nach oben führen. Also
Das wäre jetzt meine Antwort, also den gesamtgesellschaftlichen demokratischen Prozess zu beschleunigen. Da habe ich leider in meinem Ärmel gerade keine Patentlösung. Aber ich kann halt einfach nur sagen, die Bürgerpflichten wahrnehmen, die wir haben, und lokalpolitisch aktiv werden. Dankeschön. Ja, ich denke, das ist doch ein sehr, sehr guter Appell nochmal zum Schluss. Engagiert euch, nehmt eure Bürgerpflichten wahr. Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Ich würde noch einen kurzen Moment warten und ansonsten Ihnen nochmal das Schlusswort übergeben, bevor Professor Kurz dann die nächste Vorlesung ankündigt. Ich würde direkt noch was fragen. Gibt es nicht bei dem Radiation Management auch ein riesiges Gerechtigkeitsproblem? Wem machen wir das Klima denn dann angenehm? Machen wir das so, dass es für uns angenehm ist, oder machen wir das so, dass es für die Leute in, was weiß ich, Afrika angenehm ist? Absolut, absolut. Also das ist, also diese ganzen ethischen Fragestellungen zu SRM habe ich ja überhaupt gar nicht angeschnitten. Die sind auch sehr, sehr stark und sehr, sehr prominent. Und gerade auch das, was Sie angesprochen haben, Herr Frutzheim, das ist die Frage nach dem Global Thermostat, ja, also nach dem globalen Thermometer. Wer entscheidet? Wir als westliche Welt haben die Möglichkeiten, SAE einzusetzen. Tatsächlich ist das eine der wenigen Technologien, die wir quasi schon übermorgen einsetzen könnten. Also wir haben Flugzeuge, wir haben Sulfatpartikel. Wir können das alles in die Atmosphäre einbringen, wenn wir wollten. Die Frage ist, wie wird es geregelt? Ist es ja im Endeffekt, ist es ja Luftverschmutzung, was wir da tun? Also unter welchen Konventionen, unter welchen politischen Regularien könnte sowas geregelt werden? Und natürlich die Frage, wie stark? Ne, wie Sie gesagt haben, wem machen wir das Klima angenehm? Wenn wir schon mal dabei sind, können wir dann nicht irgendwie gleich auch irgendwie um 5 Grad reduzieren, dass wir wieder bei 4 Grad unterhalb des vorindustriellen Zeitalters ankommen, wenn das vielleicht für Kanada oder Grönland oder so weiter besser wäre. Ja, also das sind sehr, sehr große Fragestellungen, die da sind und die tatsächlich eher gegen den Einsatz von SRM sprechen. Ja, danke. Okay, ich glaube, wenn es keine... Siehst du was im Chat, Lara? Ah ja, Moment, jetzt. Ach, es kam nur noch mal, danke für den Vortrag. Genau, da können wir uns, glaube ich, nur anschließen. Es war sehr interessant, sehr lehrreich. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. Hat mir Spaß gemacht.